Okay, fange ich mal an. Wie ihr vielleicht gerade eben auch schon gehört habt, mache ich einen Vortrag über, wie man es schaffen kann, innerhalb von kurzer Zeit Spiele zu programmieren. Dazu werden wir die Larvik-Engine benutzen. Und ich habe mir das so gedacht, dass ich jetzt erstmal so ein paar Folien habe und dann zwei kleine Spiele programmiere, die Laptops dabei haben, können, wenn sie wollen, das irgendwie nebenher auch noch mitprogrammieren, wenn sie schnell genug sind. Wenn ich zu schnell bin und zu langsam bin, einfach dazwischen rufen, wenn ihr Fragen habt, auch einfach irgendwie fragen. Okay. Das erste, was ist LARV? LARV ist eine Open Source 2D Game Engine oder eigentlich Game Framework, weil es keine richtige komplette Engine ist, sondern vielmehr alle möglichen Tools bereitstellt, damit man sich selber eine Engine machen kann. Das Ganze passiert in Lua und ist sehr portabel. Also es läuft, wenn man ein LARV-Spiel geschrieben hat, läuft es auf Windows, auf OS X und auf Linux und bedingt auf diesen Open Source oder auf diesen kleinen Handhelds da, das Dingu, das Kanu und das Open Pandora. Wie gesagt, ziemlich bedingt, also weder schnell noch gut, aber immerhin. Kriegen könnt ihr das unter larv2d.org. Das ist eine relativ bunte Seite. Aber auch sehr übersichtlich. Oder auch nicht. Egal. Aber es ist hier. Okay. Das Ganze hat ein Wiki. Da gibt es eine Referenz. Und eine Menge von Tutorials, Snippets und alles Mögliche. Also, wenn man noch nicht genau weiß, wie man, was man zu tun hat, ist das auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt. Dann gibt es ein Forum mit einer sehr netten, manchmal ein bisschen nervigen Community, die einem sehr ausführlich antworten, auch sehr schnell antworten. Wenn man sehr schnell Antworten haben möchte, geht man ins IRC, Raute LARV im Freenode. Wenn da jemand ist, dann kriegt man da eigentlich sofort Antwort. Was ist Lua? Lua ist eine Scripting-Sprache. Wir haben jetzt leider keine Zeit, da eine Einführung zu machen. Wenn man das gerne lernen möchte, und das sollte man gerne lernen möchten, dann kann man sich dieses Buch hier angucken. Gibt es online in einer alten Version oder veralteten Version zum Lesen. Die Referenz gibt es auch online. Ist sehr ausführlich. Es gibt ein Lua-Users-Wiki, wo alles Mögliche drin ist. Da wird man überschwemmt mit Zeug. Und wenn man gerne cool sein möchte und das irgendwie komisch lernen möchte, dann gibt es die Lua-Missions. Das sind so Unit-Tests, die kaputt gehen und die man dann reparieren muss. Und dann lernt man damit irgendwie Lua oder so. Okay, so viel zu Lua. Wieder zurück zu LARV. Was kann das Ganze? Das Ganze ist aufgeteilt in Module. Die drei wichtigsten Module sind das Grafikmodul. Das benutzt OpenGL und ein paar andere Libraries, um Grafiken darzustellen. Alles 2D, aber allerdings in Hardware beschleunigt, wenn es da ist. Das Audiomodul. Das Audiomodul ist nicht so gut, aber man kann Sachen abspielen. Und dann gibt es das Input-Modul, das aufgeteilt ist in eigentlich drei, nämlich Keyboard-Input, Maus-Input und Joystick-Input. Was es auch noch gibt, ist eine Physik-Engine, das ist Box2D, was mehr oder weniger gut gewrappt ist. Ist mit Vorsicht zu genießen, braucht man noch meistens nicht. Dann gibt es ein File-System-Modul, womit man auf Dateien eben zugreifen kann. Es gibt ein Thread-Modul, Lua kann normalerweise keine Threads von sich aus. Damit geht das. Es gibt ein Soundmodul. Wenn ihr letzte GPN da gewesen wart, da gab es einen Vortrag von mir über Soundsynthese. Das
passiert vor allem mit diesem, oder habe ich vor allem mit diesem Sound-Modul gemacht. Dann gibt es ein Timer-Modul, was man eigentlich nur dazu benutzt, um sich die Frames per Second ausgeben zu lassen. Und zu guter Letzt ist Lua-Socket mit drin, womit man Netzwerk schön programmieren kann. Ist allerdings auch sehr low-level, der Wrapper. Ja. Audio gibt Sound aus, Sound ist, sind die Daten. Macht nicht so viel Sinn, ne? Audio braucht auch Sound, um zu funktionieren. Also man kann die Module auch einzeln aneinander abschalten. Und wenn man das Audio-Modul anschaltet und das Sound-Modul ausschaltet, dann funktioniert es trotzdem nicht. Also ist ein bisschen blöd, aber okay. Gut, das Hello World-Beispiel sieht so aus. Man hat eine Funktion love.draw. Und da gibt man dann love.graphics.print hello world ein, an eine Position, die man gerne haben möchte. Und wenn man das macht, ja, dann kriegt man das zu sehen. Ein bisschen unspektakulär, aber gut, war jetzt noch nicht so viel Code. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Unter Windows und unter Mac kann man das Verzeichnis, wo sich diese main.lua befindet, einfach auf den Shortcut zu der love-executable oder auf die executable selber ziehen und dann wird das aufgeführt. In der Kommandozeile love und dann den Pfad zum Verzeichnis, wo die main.lua ist, oder love und dann den Pfad, wo die game.love ist. Game.love ist ein Archiv, was es zusammenpackt. Oder unter Mac open-r love, wenn das richtig installiert ist und so weiter. Steht auch im Wiki drin. Diese love-Dateien sind einfach nur umbenannte ZIP-Dateien. Und da schmeißt man alles rein, was zum Spiel gehört. Wichtig ist, dass die main.lua auf der obersten Ebene von der ZIP-Datei ist. Alles andere kann liegen, wo will. Und diese Dateien gibt man dann eben anderen Leuten, um die dann die Spiele ausführen können. Wenn man das ein bisschen automatisieren möchte, was ich gemacht habe, kann man sich ein Make-File schreiben, dann kann man Make-Love angeben und das fröhlich. Könnt ihr euch abschreiben, wenn ihr wollt. Ich drücke F5 und dann macht das und dann bin ich zufrieden. Wie sieht das Ganze aus, wenn man ein bisschen kompliziertere Sachen macht? Es gibt die Holy Trinity, Love Load, Love Update und Love Draw. Die sind normalerweise in jedem Spiel zu finden. Love Load wird einmal am Anfang ausgeführt, wenn alles geladen ist. Da schreibt man Sachen rein, um das Spiel zu initialisieren. Dann wird Love Update ausgeführt. Da schreibt man normalerweise Sachen rein, um die Sachen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind, zu bewegen oder irgendwelche Sachen, künstliche Intelligenz oder sowas, keine Ahnung, zu updaten. Dann gibt es die Love-Draw-Funktion, die zeichnet auf dem Bildschirm und dann werden Events abgearbeitet. Das sind Maus-Events, Tastatur-Events, Joystick-Events und Focus-Events. Das sind alles Funktionen. Wie gesagt, die Love-Load ist eine Funktion, die man schreibt. Love-Update ist eine Funktion, die man schreibt, Love-Draw ist eine Funktion, die man schreibt und diese Event-Handler sind auch Funktionen, die man schreibt, die heißen Love-Mouse-Pressed, Love-Mouse-Released und so weiter. Und ist das dann so ein SDL-Wrapper mehr oder weniger oder ist das komplett anders? Ja, okay. Aber es ist ein bisschen schöner. Das Ding ist eine vorgefertigte Variante von so einem Game-Loop, den kann man sich allerdings auch selber schreiben, wenn man möchte. Dann heißt die Funktion love.run, macht aber eigentlich keiner. Wenn man dann ein Beispiel, ein bisschen komplizierteres Beispiel hat, ist das zweite Hello World sozusagen, hat man in der Funktion love.load, schreibt man sich eine globale Variable hamster, die speichert das Bild des Hamsters und die Position. In der love-update wird das
Keyboard abgefragt, welche Tasten man will. Je nachdem wird der Hamster dann verschoben, basierend auf dieser DT-Variable, welche die Zeit zwischen den zwei Frames, die verstrichen ist, beinhaltet. Und zu guter Letzt wird im LoveDrawer der Hamster gezeichnet. Können wir auch gerade machen. Also mit Love Graphics in the Image wird einfach ein neues Bild erzeugt. Das Ganze ist in Lua so, dass Variablen, die nicht als lokal gekennzeichnet werden, sind alle im globalen Space. Was ganz praktisch ist, weil man dann in dieser Love-Funktion eben globale Sachen deklarieren kann, die man in anderen Funktionen benutzen kann. LoveDrawer war Hamsterbild ausgeben. Ohne Interaktion sieht es schon mal so aus. Da ist der Hamster. Wenn die Up-Taste gedrückt wird, dann soll der Hamster nach oben verschoben werden, also Hamster und Y ist gleich, das ist ein bisschen nervig, nur es gibt keine Comfort-Statements, das heißt, wenn man Variablen verändern möchte, dann muss man die immer ein bisschen verbos hinschreiben. Dieses DT mal 100 bedeutet, wir möchten das 100 Pixel pro Sekunde bewegen und wenn Taste nach oben gedrückt wird, muss man Minus rechnen, weil das Koordinatensystem in Love oben links anfängt und dann nach unten rechts geht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, ne, fragt. Nein. In diesem Programming in Lua ist es irgendwie, da schreibt er rein, dass er das gerne benutzt, einfache Anführungszeichen, wenn er einen Buchstaben nur nimmt und doppelte Anführungszeichen, wenn er zwei nimmt, aber das ist nicht so konsistent. Also zwei Seiten später benutzt er es dann wieder andersrum. Die Argumente für diese IsDown-Funktion, das sind Namen für die Tasten, die keine Zahlen oder Buchstaben sind. Eine Liste mit diesen Namen gibt es im Wiki. Wenn ich jetzt das mit WASD steuern wollen würde, dann würde ich da einfach WASD reinschreiben. Aber auch in Anführungsstrichen. Gut. Und jetzt kann man das Ding steuern. Super. Okay, das ist ein bisschen ein aufwendiges Hello World. Wie gesagt, weil Love ein Framework ist und nicht so viel bereitstellt, braucht man noch meistens ein paar andere Sachen. Dafür gibt es eine ganze Menge Libraries mit komischen Namen. Es gibt N Animation Library von Buffis, die dient für Sprite-Animationen. Benutzen wir gleich im nächsten Beispiel. Dann gibt es Loop. Loop ist keine Abkürzung für irgendwas. Das wrappt einfach Lua Socket, dass man Protokolle ein bisschen leichter schreiben kann. Es gibt Mittelklassen, Mittelklass Extras, das ist ein Klassensystem für Lua. Es gibt in Lua keine Klassensysteme vorgefertigt, das muss man sich auch selber machen. Also in Lua gibt es im Prinzip eigentlich nur eine Tabellendatenstruktur und Closures, damit muss man sich halt Sachen selber zusammen machen. Bedeutet aber, dass man in was für Stilen man auch immer programmieren möchte, eben programmieren kann. Wie gesagt, wenn man sich nicht selber ein Klassensystem implementieren möchte, kann man Mittelklass benutzen oder die Helper Utilities von Massive Progress, das ist von mir. Da gibt es auch ein Klassensystem, hat noch mehr, hat GameState-Abstraktionen. GameState sind sinnvoll, wenn man zum Beispiel Sachen wie Menü, Hauptspiel, Endscreen voneinander trennen möchte und das irgendwie logisch strukturieren möchte. Dann gibt es Timer.
die von euch, die JavaScript können. Das ist im Prinzip das gleiche wie diese JavaScript-Timer, wo man sagen kann, führen wir in 5 Sekunden eine Funktion aus. Vektorenklasse, die gibt es in Love selber nicht. Eine Kamera und ein Ring-Buffer. Das Ganze ist auf GitHub. Und zu guter Letzt auch von mir Hadron Collider, das ist eine Kollisionserkennung. Ist nämlich auch nicht drin. Das ist ein recht flexibles System, was ja, das viel einfacher macht, Kollisionserkennung zu machen. Haben wir auch gleich ein Beispiel noch. Okay, dann fangen wir mal an. Das erste Spiel. Sieht so aus. Später. Ist nicht so arg wie cool. Gut. Das wieder weg. Ja. Dafür benutzen wir diese N-Animation Library oder NAL. Was das Ding macht, ist im Prinzip Bilder, die, wo die Frames aneinander gezeichnet sind, oder immer nur einen Ausschnitt von Bildern zu zeigen, die nach einer bestimmten Zeit sich ändern. Sieht dann zum Beispiel so aus, dass wir jetzt die Animation für den Hammer, den ihr gerade eben gesehen habt, ist relativ billig, nur einmal oben Hammer von hinten sieht und einmal wo er drauf haut. Bisschen komplizierter, die von dem Viech, was aus dem Boden rausgekommen ist. Sieht so aus. Das sind einfach nur die verschiedenen Frames nacheinander. Es wird einmal vorwärts und einmal rückwärts gefühlt. Okay. In Love Load. Also hier dieses DT ist gleich Mach Min, DT und so weiter. Das dient dazu, dass wenn die Framerate irgendwann mal unter 30 Frames pro Sekunde sinken sollte, dass wir dann sagen, ja, dann macht das Spiel auch langsamer. Ist sinnvoll, wenn man irgendwie sich bewegende Objekte hat, damit es nicht irgendwie plötzlich alles springt. Okay. Als erstes setzen wir mal die Hintergrundfarbe. Das geht mit Love Graphics Set Background Color. Zu einem schönen Grün. Sieht so aus. Dann verstecken wir den Mauszeiger. Und setzen den Zufallsgenerator. Das ist eine Lua-Funktion, keine Lua-Funktion. Okay, dann laden wir uns den Hammer. Dafür stellen wir eine lokale Variable, weil wir nicht im globalen Scope haben möchte, wo das Bild drin gespeichert ist. Und dann eine Animation. Das geht über die Funktion newAnimation, die wir in NAL definiert haben. Was das macht, ist, oder was das haben möchte, ist erstmal das Bild, dann wie breit so ein Frame ist und wie hoch ein Frame ist, wie lange Zeit zwischen den zwei Frames passieren soll, wobei diese Animation soll nicht automatisch ablaufen, deswegen ist der Parameter egal. Was man noch angeben kann, ist, wie viele Frames es gibt. Kann man aber auch weglassen, dann wird das automatisch errechnet. Okay. Jetzt bin ich Platz. Das Ganze kann man sich dann hier hinmalen. Ist mit der Animation.draw. Geben wir die Koordinate. Die soll in die Mauskoordinate gezeichnet werden, die wir mit love.mouse.getPosition, hätte das gedacht, bekommen. In Lua können Funktionen mehrere Variablen zurückgeben. Diese love.mouse.getPosition gibt zwei zurück, die wir uns dann eben in diese x und y speichern möchten. Ja. Soll also an der xy-Position gespeichert gemalt werden, soll nicht rotiert werden, soll skaliert werden mit 1 und 1, also 100% Breite und Höhe. Warum machen wir das? Also das sind auch die Standardparameter, aber warum machen wir das? Und zwar, weil wir den Hammer-Mittelpunkt an eine andere Stelle setzen möchten. Das kommt später. Oder den Mittelpunkt von dem Bild, wo das quasi hingezeichnet wird, soll auf der Maus liegen und nicht die obere linke Ecke des Bildes.
Okay, jetzt kann man diesen Hammer bewegen. Ist insofern noch nicht so viel anders als gerade eben das Hamsterbohr. Aber jetzt? Jetzt kommt einer dieser, oder jetzt kommen zwei dieser, dieser Callbacks für die Inputs. Die waren Key Pressed, Key Released und Mouse Pressed, Mouse Released und so weiter. Wir benutzen Mouse Pressed. Das kriegt als Argumente geliefert die X- und Y-Koordinate, wo die Maus ist und welcher Button gedrückt worden ist. Wenn das passiert, setzen wir die Animation oder das Frame der Animation auf das zweite Frame. Und wenn die Maus wieder losgelassen werden soll oder losgelassen wird, dann soll die Animation auf das erste Frame zurückgehen. Auch hier gibt es XY und den Button, der gedrückt oder losgelassen worden ist. Ja. Was kann ich? Oh. Zu weit. Nee, kann ich nicht. So besser? Ja. Ich kann es auch kleiner machen, wenn ihr das dann besser lesen könnt. Könnt ihr es immer noch lesen? Ja. Immer noch? Ja. Gut. Okay, was jetzt passiert, wenn man klickt, wird das zweite Frame angezeigt. Ist auch schon spaßig. Okay. Was jetzt noch fehlt, sind diese anderen Viecher. Die, weil wir die mehrfach brauchen, erstellen wir uns eine neue Liste, ein neues Table. Table ist diese universelle Datenstruktur nur, die man als Array benutzen kann, als Set benutzen kann, als möglich benutzen kann, auch als Klassen. Erstellen wir uns jedenfalls eine dieser Tables, wo die drin gespeichert werden, und erstellen eine neue Funktion, die dann so ein Null irgendwo hinmalt oder hinerstellt. Dafür wählen wir uns zufällig eine Position aus. Das ist ein zufälliger Wert zwischen 100 und 700, mehr oder weniger zufällig. Das benutzt nämlich die C-Variante von dieser Rand, diese C-Funktion Rand, die nicht immer gut ist, aber das ist uns jetzt egal. Dann brauchen wir, wir brauchen noch das Bild. Das können wir uns lokal für diese Datei speichern oder global. Jedenfalls irgendwie so, dass wir drankommen aus dieser Funktion, dass wir das nicht immer wieder neu laden müssen. So. Dann erstellen wir die Animation. Ein Frame ist 77 Pixel breit und 113 Pixel breit in der Animation. Die Zeit zwischen zwei Frames, die vergehen soll, soll 100 Millisekunden sein, und weil das automatisch ausrechnen in dem Fall nicht so gut funktioniert, sagen wir, es gibt 6 Frames. Dann wird der Modus dieser Animation, die kann entweder loopen, entweder oder hin und zurück laufen, oder was wir wollen, einmal laufen und dann stoppen. Und dann wird das ganze Ding in dieses Set oder in diese Table geschrieben, die wir als Set benutzen. Als Table Index in Lua kann alles Mögliche sein, was ein Wert in Lua ist, außer Nil. Nil ist die universelle Nicht-Wert. Und als weil wir noch die Position von den Dingern brauchen, um die zu zeichnen, kommt die da auch ins Set. Also wir haben jetzt drin gespeichert, relativ kompakt, die Animation und die Position der Animation. Da kann man später drüber loopen. Okay. Zum Zeichnen geht man dann in den generischen For-Loop in Lua. Das bedeutet einfach, für alle Key-Value-Paare aus diesem Set male die Animation an der Stelle XY, die wir oben gespeichert haben.
hier muss auch wieder, oder ich versuche auch wieder den Mittelpunkt des Bildes auf den Mittelpunkt, oder die, da wo das hingezeichnet werden soll, das soll der Mittelpunkt des Bildes sein und nicht die Oben-Links-Position, deswegen wieder dieses bisschen nervige 0,1,1 und dann ein Offset. Das müsst ihr jetzt aber glauben. Okay. Und wenn man die Funktion auch noch ausführt hier oben, dann hat man da einen 0. Gut, der bewegt sich jetzt noch nicht so viel. Das liegt daran, dass man die Animation updaten muss, damit eben die Library weiß, wie viel Zeit verstrichen ist, um dann das nächste Frame zu schalten. Das passiert auch wieder mit diesem For Loop. Aber wir die Position jetzt nicht brauchen. Und da gibt es einfach eine Update-Funktion, der man die DC übergibt und dann macht das automatisch. Ja. Jetzt geht er hoch. Sehr schön. Weil der allerdings auch wieder runtergehen sollte irgendwann, benutzen wir die Timer-Library aus Hump. Wir nehmen uns ein, oder wir rechnen uns einen zufälligen Delay, solange wie der Null da sein soll. Irgendwas zwischen 500 Millisekunden und 3 Sekunden. Hiermit wird die Animationsrichtung wieder umgedreht. Und dann soll die Animation gespielt werden. Okay, das passiert also nach dann eben 500 oder Millisekunden oder 3 Sekunden. Dann, weil das Objekt im Prinzip dann noch gespeichert wäre nach dieser Zeit, müssen wir noch einen zweiten Timer angeben, der ein bisschen später, wenn der 0 komplett runtergefahren ist, den aus dem Array entfernt. Das passiert mit 0. 0 gleich nil. Wenn wir das Ding nil setzen, dann wird es aus dieser Table entfernt. Was man auch noch machen muss, damit die Timer sich eben updaten, ist die auch noch in diese Love-Update reintragen. Okay. Dann müsst ihr jetzt zu sehen sein, der fährt hoch und fährt wieder runter. Gut. Was man auch noch machen kann, ist jetzt, statt dass hier einmal nur einer gespawnt wird, dass man dann auch eine Timer-Funktion sich schreibt, die nach einer gewissen Zeit einen neuen Null erstellt. Funktionen in dieser Timer-Library kriegen sich selbst als Argument. Das dient dazu, dass man die Funktion quasi selber wieder danach eintragen kann, um dann so periodische Events zu bekommen. Also hier, die zweite Zeile bedeutet, die Funktion wird einfach nochmal eingetragen nach irgendeiner random Zeit und dann läuft das für immer. Da kommen wir jetzt weiter und der dritte und so weiter. Okay. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, dass man diese Nulls weghauen kann. Weil wenn man jetzt drauf hat, dann passiert nichts. Also, wenn die Maus geklickt worden ist, wird nicht nur der Hammer runtergeschmissen, sondern auch noch geguckt in dieser Liste der Nulls. Wisst ihr, was Nulls sind eigentlich? Nicht? Das sind diese Viecher. Nehmen wir uns einfach den Abstand von der Position oder von dem Mittelpunkt dieses Bildes, deswegen mussten wir dieses Offset angeben, zu der Maus.
das ist falsch. Und wenn dieser Abstand kleiner als 70 Pixel ist, das ist der Radius, also ist ein bisschen größer als wie groß das Bild an sich ist, dann wird dieser Null entfernt und rausgesprungen. Gut, damit kann man die. Das sollte nicht passieren. Klar. Das ist ein bisschen nervige Sache, nur wenn man undefinierte Variablen hat, dann wird nicht gewarnt, undefinierte Variablen sind per Default nil. Und was jetzt passiert ist, dass dieses Null nicht definiert ist, das heißt, ich versuche die Tabelle Nulls mit nil zu indizieren und das geht nicht. Aber so geht's. Zack, weg. Okay. Was man jetzt noch irgendwie bräuchte, wäre halt irgendwie, damit man das Ganze ein bisschen motivieren kann, eine Punktzahl, die wird auch hier initialisiert. Dann wird sie angezeigt, oben links. Und wenn da getroffen wird, kriegt man Punkte. Wenn nicht getroffen worden ist, werden Punkte abgezogen. Ist ein bisschen klein da oben, deswegen machen wir das Ganze größer. Das geht mit Love Graphics Set Font. Da kann man entweder einen TTF-Font reinladen oder einen Bitmap-Font oder einfach den, der schon dabei ist, mit einer bestimmten Größe, und das machen wir. Also Fibonacci ein bisschen größer angezeigt. Jo. Das ist im Wesentlichen das Spiel. In der Version, die ihr gerade eben gesehen habt, da war das ein bisschen anders. Da wurden dann noch Text, oder könnt ihr gerade vergleichen. Wurde ja noch Text angezeigt, wenn man getroffen hat. Das ist im Prinzip auch nichts anderes, als dass man sich den Text in einer Tabelle speichert und dann einen Timer wieder erstellt, der dann Text nach einer bestimmten Zeit löscht und die Texte malt in diese Love Draw. Ist im Prinzip genau das gleiche wie mit diesen Nulls. Habt ihr dazu Fragen? Nee, die werden in diese Love Graphics Draw bzw. in dieser in dieser Draw-Funktion von diesen Animationen reingegeben. Du hast hier einmal die Position XY, dann die Rotation, dann die Skalierung in X-Richtung, Skalierung in Y-Richtung und den Mittelpunkt der Transformation. Wenn man sowas verkennen wollen würde, also wenn man auf jeden Fall was ein Teil hat, was man dann irgendwie mitdrehen will, würde man es sich dann selber umdrehen. Nee, du hast Zugriff auf die OpenGL-Funktion, GL Translate und so. Das funktioniert dann so, dass man, oder was du machen würdest, wäre eben den Stack oder die Matrix pushen, dann irgendwie transformieren. Und die Matrix wieder poppen. Und jetzt ist das alles weg. Ja, da ist es. Ja. Also so funktioniert das. Könnt ihr auch machen. Ne? Diese Parameter bei diesen Draw-Funktionen sind halt schneller für dich zugänglich, als wenn du dann auf so ein Ding rumschreibst. Kann man aber machen. Noch Fragen? Hat der da gemacht, der vor dir sitzt? Heißt Lick. Lick. Ja, willst du dazu was sagen? Okay, ich sehe schon. Gibt's auf jeden Fall. Das zweite Spiel ist ein Klassiker, den wir machen werden. Pong. Wow.
geht mit relativ wenig Zeit. Warum ich das mache, ist, um die zweite Library, diese Collision Detection, zu zeigen, weil das nicht ganz trivial ist. Aber doch oft gebraucht wird in Spielen. Okay. Gleich am Anfang brauchen wir wahrscheinlich noch den Vektor, der bei Hadron Collider mitgeliefert wird. Wie das Ganze funktioniert, ist recht ausführlich dokumentiert. Die Links sind, glaube ich, im GameJam-Wiki auch eingetragen. Ich stelle den Code mit Links und so weiter auch noch ins Wiki, wenn der Vortrag fertig ist. Aber gut. Pong. Hadron Collider muss initialisiert werden, bevor es benutzt werden kann. Und es funktioniert so, dass man Callback-Funktionen sich definiert, die aufgerufen werden, einmal dann, wenn zwei Dinge kollidieren und einmal dann, wenn zwei Dinge aufhören zu kollidieren. Wobei Hadron Collider nur die Kollisionserkennung macht, da wird nicht drauf reagiert. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagen wollt, wenn der Ball gegen das Pedal schlägt, dann soll er zurückgeflogen werden, das müsst ihr selber programmieren. Ist keine Physik-Engine, will ich damit sagen. Also machen wir uns einen Callback. Der kriegt als Argumente die verstrichene Zeit, die beiden Shapes, die kollidieren, und einen Vektor, der diese beiden Shapes trennt. Den brauchen wir aber nicht. Der wird bei der Initialisierung mitgegeben. Okay. Wie gesagt, es arbeitet mit Shapes. Davon gibt es mehrere. Es gibt Punkte, Kreise und beliebige Polygone. Nicht nur konvexe, also beliebige simple Polygone. Simple heißt, dass sie sich nicht selber schneiden und dass die keine Löcher haben. Ja. Der Ball ist ein Kreis im Wesentlichen mit dem Radius 20. Der wird dann dargestellt und hier wird er gemalt. Was man auch noch machen muss, ist die Kollisionserkennung hier updaten in Love Update, damit irgendwie was gemacht wird oder damit die Kollisionen erkannt werden. Wenn man das macht, hat man hier den Ball, sehr schön. Die Pedal sind zwei Rechtecke. Der Breite 20 in der Höhe 150. Die ersten beiden Parameter sind die XY-Koordinate, wo das Rechteck hin soll, und die nächsten beiden die Breite und die Höhe, wie gesagt. Man könnte die jetzt direkt positionieren, wo sie später hin sollen. Man kann die allerdings auch, was ich ein bisschen angenehmer finde, dann an eine Stelle schieben, wobei das relativ zum Mittelpunkt der Shape ist. Das heißt, das rechte Pedal wird 600-20 an die Position 600-20 geschoben und 300, das ist in der Mitte am rechten Bildschirmrand, und das linke Pedal wird nach links geschoben in die Mitte. Sollten die eigentlich gemalt werden? Ja, ist nicht ganz im rechten Bildschirmrand, weil das 800 heißen muss. Genau, jetzt hat man die beiden. Passiert noch nicht so arg viel. Deswegen gibt man dem Ball eine Richtung mit. Das ist ein Vektor, der nach rechts zeigt. Und in der Love-Update wird einfach der Ball bewegt mit in die Richtung, die er hat, mal dt, und zwar 200 Pixel oder 150 Pixel pro Sekunde. Dieser Ausdruck, der ergibt einen Vektor. Move erwartet allerdings zwei Werte, die x- und y-Position, um die man das verschieben möchte. Dafür gibt es die Funktion unpack. Also die ist in Klammern,
sagt, werte das Ding als Vektor aus und dann wende die Funktion unpack drauf an. Jetzt bewegt er sich. Aber er geht durch. Dafür hat man diese onCollide-Funktion. Da finden wir erstmal raus, welches denn die andere Shape ist. Also wir wissen ja, wenn zwei Dinge kollidieren, muss das eine dabei sein, weil nur das sich bewegt. Also wenn A der Ball ist, dann ist das andere auf jeden Fall B. Wenn B der Ball ist, dann ist das andere A. Warum machen wir das? Weil bei Pong, je nachdem wo auf dem Paddle aufgeschlagen worden ist, der Ball sich anders bewegt. Okay. Was man schon vorher machen kann, ist einfach die Richtung des Balls ändern. Spiegeln an der Y-Achse. Und jetzt, je nachdem, wo der Ball auftritt, relativ zum Mittelpunkt des anderen Shapes, soll nach oben oder nach unten abgestrahlt werden. Das funktioniert mit, oder dafür brauchen wir erstmal den Mittelpunkt des Balls. Das geht so. Und den Mittelpunkt des anderen Shapes. Und das ist dann einfach einfach die Differenz wird einfach genommen. Weil das Ding jetzt nicht normalisierter Vektor ist, würde das Ding immer weiter wachsen, deswegen normalisieren wir das am Schluss. Geht so. Und jetzt haben wir wieder einen Richtungsvektor, der einfach nur eine Richtung zeigt. Jetzt müsste der abgestrahlt werden. Ja, sehr schön. Noch kann man die Paddle an den beiden Seiten allerdings nicht bewegen. Das passiert wieder an der Love Update. Links wird mit W und S gesteuert. Das heißt, wenn die Taste W gedrückt wird, dann soll das Ganze um 200 Pixel in der Sekunde nach oben bewegt werden. Wenn S gedrückt wird, nach unten bewegt werden. Und das rechte wird mit hoch und runter gesteuert. So, jetzt müssen wir die genau hoch und runter steuern können. Und das ist falsch. Das ist ein bisschen groß hier wahrscheinlich. Na, geht schon besser. Okay, was jetzt passiert, ist, dass der Ball oben und unten rausfliegt. Was auch nicht so schön ist. Deswegen werden jetzt noch begrenzende Shapes eingeführt, oben, unten, links und rechts. Die müssen nicht gemalt werden, die sind einfach nur da. Oben ist an der x-Koordinate 0, beginnt minus 20, ist 800 Pixel breit und 20 Pixel hoch. Man könnte es natürlich auch kleiner machen. Was dann allerdings passieren kann, ist, dass, oder wenn man das nur einen Pixel breit macht zum Beispiel, was dann passieren könnte, ist, dass der Ball durchtunnelt und das möchte man nicht unbedingt. Deswegen gibt man da eine gewisse Breite vor. Unten genauso. Wenn die bei minus 20 anfängt, nicht breiter als 800 sein? Das ist ja die Y-Position.
Nicht die Exposition. Achso, ja. Links und rechts sind die Tore. Wenn der Ball dahin kommt, dann werden Punkte gezählt und der Ball zurückgesetzt. Das sind auch einfach Shapes. Die fangen bei minus 20 an. Sind 20 Pixel breit auch wieder und 600 Pixel groß. Okay. Damit man damit jetzt was macht, muss darauf auch reagiert werden in diesem On-Collide Callback. Was jetzt passieren kann, ist, dass zwei Shapes kollidieren, die nicht von der eine nicht der Ball ist. Das passiert nämlich genau dann, funktioniert. So. Wenn hier eins rausläuft, dann kollidiert das rechte Paddle mit dem oberen Shape, was die Begrenzung ist, beziehungsweise unten. Deswegen muss man hier reagieren und rausspringen, wenn keins von den beiden Shapes der Ball ist. Je nachdem wo oder was jetzt trifft, also wenn die andere Shape die obere Begrenzung ist oder die andere Shape die untere Begrenzung ist, dann soll die Richtung des Balls an der X-Achse gespiegelt werden. Wenn das andere das linke Tor ist, dann soll der Ball in die Mitte zurückgesetzt werden. Und die Richtung des Balls nach rechts gehen. Wenn das andere Shape des anderen Tors, passiert im Wesentlichen das Gleiche, außer dass der Ball nach links geht. Und im anderen Fall ist es eine Kollision mit dem Paddle. Das bleibt wie vorher. Gut. Tor. Und mit dem Wenden kollidiert er auch richtig. Was jetzt noch sinnvoll wäre, wäre auch wieder eine Score zu oder irgendwie Punkte zu zählen. Dafür nimmt man sich wieder eine Tabelle her. In dem ersten Index wäre die Score vom linken Spieler gespeichert, im rechten Index die Score vom zweiten Spieler. Dementsprechend, wenn das linke Tor getroffen wird, kriegt der rechte Spieler einen Punkt und sonst der linke Spieler. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, nur fangen Error-Indexe nicht mit 0 an, sondern mit 1. Das ist eine Konventionssache, aber muss man sich auch dran gewöhnen. Und das Ganze muss noch gezeichnet werden. Und wenn jetzt Tore fallen, werden Punkte hochgezählt. Kann man auch wieder größer machen. Mit Set Font. So, jetzt kann man es auch lesen. Das ist Pong. Dieser Ball ist jetzt rechteckig. Das kann man das irgendwie doch drehen. Der ist nicht wirklich rechteckig. Also für die Kollisionen ist er rund. Ist ein perfekter Kreis. Das ist jetzt nur, weil er nicht mit genügend Segmenten gemalt wird. Das kann man allerdings hier in dieser Draw-Funktion angeben. Zum Beispiel mit 32 Segmenten sieht er schon relativ rund aus. Ah, okay, ja, stimmt.
Okay. Was man noch machen könnte, wäre statt diesen bisschen langweiligen Shapes irgendwelche Bilder dahin malen. Dann würde man einfach diese Draw Calls, wo sind sie hier, mit love.graphics.draw und dann Bild und dann die Position, wo das Shape eben ist, malen. Ja. Habt ihr Fragen? Nee, das ist, also wenn du Bilder hast, die eine Form drin haben, dann musst du dir ein Polygon drüberlegen. Das dient einfach dazu, dass diese Per-Pixel-Kollisionen nicht so schnell sind, weil Bilder in Love sind immer Textur in OpenGL und wenn ich die Pixeldaten davon haben möchte, muss ich die erst aus dem Texturspeicher aus der Grafikkarte laden und so weiter. Das ist, wie gesagt, nicht so schnell. Geht aber auch. Haben auch Leute gemacht, braucht man aber meistens nicht. Also meistens reicht es auch schon, wenn man Rechtecke mit sich kollidieren lässt. Damit kann man schon fast alles machen. Sonst noch Fragen? Fühlt ihr euch fit? Ja. Okay, wie gesagt, ich stelle das Ganze ins Wiki mit Cobra-Spielen und noch ein paar Links, wo es noch mehr Informationen gibt. Das war's.